einem weiteren Video. Heute geht es weiter mit unserem SlimPHP Framework. Ich habe ja in der letzten Episode einiges vorbereitet in unserem Projekt und dieses Video musst du dir auf jeden Fall anschauen, bevor du dir dieses Video heute ansiehst, weil das heutige eine Fortführung vom Teil 1 ist. Den Link zum Part 1 findest du wie gewohnt hier oben. Und das wird wieder mal eine etwas längere Episode, deshalb hol dir ein Getränk deiner Wahl und wir legen direkt mal los. Also das hier ist unser Stand vom letzten Mal, also man kann hier nur Hallo Welt sehen, mehr haben wir da jetzt noch nicht entwickelt. Aber wir haben letztes Mal schon einige Dinge eingebaut, wie zum Beispiel hier schon ein kleines Layout eingebaut, Mustache konfiguriert im Slim Framework, die erste Route eingetragen und so weiter. Heute geht es mal um die Middlewares. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Middleware ist, das Schöne ist, wenn ihr das einmal gelernt habt, könnt ihr das in jedem einzelnen Framework verwenden. Und ihr könnt euch das Ganze ungefähr so vorstellen. Ihr habt im Kern, also dieses App, zeigt einfach nur euren eigenen Controller an. Dieser Controller führt dann irgendeine gewisse Logik aus und dann gibt es gewisse Logiken, die ihr außerhalb des Controllers entweder bevor der Controller ausgeführt wird ausführen möchtet oder im Nachhinein. Und dafür verwenden wir halt Middlewares. Die Middlewares schalten sich vor einem Controller oder nach einem Controller ein und die kann man auch ineinander sozusagen verschachteln. Also hier sieht man auch Middleware 1 und 2 und so weiter. Wofür könnte das denn jetzt gut sein? Ihr könnt zum Beispiel mit so einer Middleware den Response manipulieren. Ihr könnt zum Beispiel als eine Ausgabe irgendwas vordefinieren, die dann auslesen und dann was ganz anderes daraus ausgeben. Oder ihr könnt einen Eingang, also ein Request einlesen und basierend auf dem Request auch nochmal den Response verarbeiten. Zum Beispiel könntet ihr im Request nachschauen, wenn ihr ein XHTTP-Request bekommt, also ein AJAX-Request, dass ihr dann auch im Response zum Beispiel automatisch einen JSON-Header einbaut, so dass ihr dann immer einen sauberen JSON-Response ausgibt. Natürlich, wenn jeder AJAX-Request von euch auch ein JSON returnt und nicht ein HTML-Code. Auf jeden Fall werden wir mit den Middlewares auch einige Dinge umsetzen, wie zum Beispiel werden wir das für unsere Mustache-Engine benutzen. Wir werden also als erstes eine Mustache-Middleware erstellen. Dazu lege ich hier einen neuen Ordner an, denn den nenne ich Middleware. Und hier legen wir dann einfach eine Mustache-Middleware an. Jede Middleware-Klasse muss ein Middleware-Interface implementieren, damit es auch funktioniert. Das heißt, wir implementieren hier ein Middleware-Interface vom PSR-HTTP-Server. PHP-Storm zeigt ja auch schon direkt hier einige Dinge unterstrichen an. Das heißt, du musst hier einige Implementierungen einbauen. Mit Alt einfügen könnt ihr dann Implements Method aufrufen und dann könnt ihr dann sehen, welche Methoden ihr auf jeden Fall implementieren müsst. Und das wäre hier zum Beispiel die Prozessmethode. Und in dieser Prozessmethode müsst ihr quasi dann eure Logik ausführen. Und im Grunde ist eure Logik eigentlich ganz einfach. Im Grunde ist das einfach nur, dass ihr sagt, ihr returnt hier an der Stelle einfach nur den Händler, den ihr hier als Parameter bekommen habt und ruft hier die Handle-Methode auf und übergibt dabei Request. Das ist eigentlich so die grundlegende Logik von einem Middleware, sprich es wird von außen erstmal das Middleware getriggert, da drin ruft dieses Middleware das nächste Middleware auf und dieses Middleware ruft das nächste auf und so weiter und die Responses davon werden immer nach außen ausgegeben, sprich genauso wie auf dem Bild davor auch abgeleitet. Aber das wäre ja eine Middleware hier, die nichts tut. Und wir müssen hier jetzt vorhin ein paar Logiken einbauen. Doch bevor wir das machen, müssen wir natürlich diese Middleware bei uns im System registrieren, damit das Framework überhaupt weiß, dass es dieses Middleware triggern muss. Dazu lege ich in der config.php eine Middlewares.php an. Und in dieser Datei kann ich jetzt einfach hier aufrufen app. Add Middleware, weil die Variable App, die kriegen wir noch. Und ich kann mir jetzt den Mustache Middleware aus unserem DI-Container rausladen. Dafür brauche ich aber die Variable Container und die muss ich halt vorher nochmal in der Bootstrap anlegen. Beziehungsweise die habe ich hier sogar schon, habe ich schon vergessen. Das heißt, ich kann direkt auf diese Container-Variable zugreifen, indem ich hier einfach aufrufe Container get. Und hier übergebe ich dann mein Mustache Middleware Klasse. Somit habe ich quasi die Middleware aus dem Container geladen und in die App hinzugefügt. Und jetzt müssen wir nur noch diese Middleware eben im Bootstrap einbinden.
Das ist aber straightforward. Einfach hier am besten vor den Routen das Ganze kopieren. Und hier schreiben wir einfach Middlewares PHP rein. Und somit habe ich jetzt Mustache Middleware eingebunden und die wird jetzt erst vor dem Controller quasi gestartet. Wir können ja das Ganze mal ausprobieren und schauen, ob das überhaupt funktioniert, indem ich hier mal vielleicht ein var dump ausgebe und hier einen Test reinschreibe. Theoretisch sollten wir jetzt auf der Startseite eben einen Test sehen. Und hier siehst du auch diese Ausgabe. Sprich, es wurde erstmal die Middleware getriggert und dann kam unser Controller dran. So, was machen wir jetzt mit der Mustache Middleware? Wir haben bis jetzt einige kleine Problemchen, sage ich mal, die wir immer wieder in jedem Controller ausführen müssten, was aber dann dazu führen kann, dass wenn wir irgendwie Refactoring betreiben, dass wir das in allen Controllern dann im Nachhinein anpassen würden. Unsere generelle Boilerplate-Logik, die sollte man dann eben in so eine Middleware auslagern und die wird dann eben vor jedem Controller ausgeführt. Und wir haben hier zum Beispiel einige kleine Probleme. Als erstes, die Mustache Engine wird über den Index-Controller immer eingebunden. Prinzipiell sollte man in einer Klasse ganz, ganz wenige Abhängigkeiten haben. Und es hilft einen schon, wenn man wenigstens die Template Engine schon nicht mehr im Controller davon ableitet. Das heißt, diese Abhängigkeit, die würden wir einmal in die Middleware übertragen. Dann im Nachhinein, bei Mustache ist das ja so, du kannst ja bei der Render-Methode entweder ein Array übergeben oder ein Objekt mit Public-Eigenschaften, das dann gerendert wird. Und ich finde ein Objekt mit Public-Eigenschaften wesentlich angenehmer, weil du dort definieren kannst, welche Typen von Variablen du übergeben könntest und du kannst einige Variablen vordefinieren, wie zum Beispiel die Navigation oder Seitentitel und so weiter. Da musst du dich nicht jedes Mal erinnern, wie hieß das nochmal, weil sonst müsstest du diesen Seitentitel, Navigation und so weiter jedes Mal in deinem Data Array irgendwie mitschleppen. Außerdem können wir dann mit dieser Klasse auch eine Funktion, eine Methode einbauen, wo wir dann sagen, okay, folgender Navigationslink sollte als aktiv markiert werden und solche Späße. Also sprich, eine generelle Template-Logik, die wir dann quasi in jedem Template benötigen. Und das könnte man dann schon in einer Middleware einmal vorinstanzieren und später in der Index-Action einfach nur noch verwenden. Und das machen wir jetzt. Ich erstelle also erstmal im Source-Ordner einen weiteren Ordner, der heißt dann Mustache. Und in diesem Ordner, da werde ich einige Klassen einbauen, die wir spezifisch für Mustache benötigen. Ich erstelle also als erstes mal die Klasse Template. In dieser Klasse brauche ich initial zwei Eigenschaften. Einmal Template. Und einmal Daten. Für diese Eigenschaften setze ich jetzt einfach mal Getter und Setter. So, und jetzt haben wir unseren Template fertig geschrieben. Und diese Template-Klasse, die erstellen wir jetzt in der Middleware. Diese Template-Klasse können wir jetzt an unseren Server-Request anhängen und das dann quasi weiterreichen intern an unseren Controller und dann schauen, ob im Controller eine Template gesetzt wurde, also die Template-Variable und wenn ja, dann starten wir unseren Mustache Engine-Render-Prozess. Wir stellen also einen Request, das ein Klon sein wird von diesem Request, also ist gleich Request und wir können mit einem with-Attribute einen Attributen anhängen und hier den nennen wir mal Template und hier übergeben wir dann unsere Template-Variable. Das heißt, wir können jetzt im Controller sagen Request get Attribute Template und kriegen dann das Template zurück. Das Blöde hier ist aber, du hast jetzt hier so einen String und du kannst dich dabei vertippen und besser wäre es, wenn man hier eine Konstante definiert und die machen wir hier und nennen wir hier public const Template Key. Diesen Template Key werden wir dann natürlich hier setzen und dann später können wir dann eben den verwenden. So, und dann haben wir hier den Response.
Den Response müssen wir auch zurückgeben. Und hier im Response können wir jetzt überprüfen, ob die Template Engine oder ob der Controller im Template dann den Template-Namen übergeben hat. Also so könnte es aussehen, weil das Template ist ja eine Klasse und in PHP werden die Klassen als Referenzen weitergeleitet und nicht als Copy-by-Value. Das heißt, diese Template-Variable, die wird dann hier intern verarbeitet und hier außen kann ich immer noch drauf zugreifen und hier kann ich dann schauen, okay, gib mir mal den Inhalt davon und mach irgendwas damit. Und hier könnte ich zum Beispiel eine Variable Content erstellen und die Content-Variable beinhaltet den Inhalt vom Template-Engine-Render. Hier brauchen wir aber wieder die Template-Engine, das heißt, ich muss hier kurz mal die Mustache-Engine einbinden. Ich binde das Ganze natürlich über den Konstruktor einmal kurz ein und jetzt kann ich darauf zugreifen. Jetzt kann ich sagen this mustache render und hier kann ich dann die zwei Eigenschaften ausgeben und zwar template get name oder get template und dann die Daten. Und dieser Content, der wird jetzt eben in den Response Body reingeschrieben. Dafür erstelle ich einen neuen Response und in diesen Response hole ich mir den Body und schreibe dort den Content hinein. Und dieser Response wird dann zum Schluss eben ausgegeben. Zunächst mal hat sich bei uns jetzt nichts geändert quasi an der Ausgabe, aber wir müssen jetzt dafür ein bisschen den Index-Controller anpassen. Und zwar als erstes schmeiße ich natürlich diese Dependency hier raus. Als nächstes dieses ganze Render-Gedöns nehme ich auch raus, genau das gleiche mit diesem Response, GetBodyWrite und so weiter. So, und jetzt muss ich eben mir die Template aus unserem Request ausgeben lassen oder auslesen, um das Ganze dann zu verarbeiten. Das heißt, wir holen uns erstmal die Template-Klasse. Wir rufen also Request getAttribute und hier können wir dann unsere Konstante übergeben, die wir vorhin definiert haben und hätten sozusagen hier die Template-Variable, die Template-Klasse-Instanz davon. Und jetzt können wir hier im Template nämlich den Template-Namen übergeben, den wir rendern wollen. Das wäre dann in diesem Fall Index. So, und jetzt brauchen wir nur noch die Daten zu definieren, die wir dort eintragen wollen, zusätzlich für diese Index-Mustache. Was haben wir denn in der Index? Was rendern wir aktuell? Wir rendern aktuell nur den Text. Das heißt, ich kann hier in Template setData reinschreiben und hier übergebe ich ein Array mit Text ist gleich Hallo Welt. Irgendwie so. Später können wir dann diese setData eben erweitern, dass wir hier kein Array übergeben, sondern wirklich ein Objekt vorbereiten, dann dieses Objekt übergeben. Aber so könnte jetzt unser Controller aussehen, der eben die Template Engine nutzen möchte. Jetzt siehst du hier auf der Starte einfach nur Hallo Welt, aber das Ganze wurde jetzt über eine Middleware aufgerufen. So, jetzt haben wir einige Dinge vorbereitet und ich würde sagen, wir können loslegen. Ihr habt ja im letzten Video bestimmt schon mal gesehen, dass ich ja dort diese Suche hatte, wo ich dann nach den Videos gesucht habe und die dann in die Datenbank hinzugefügt habe. Und ich denke mal, das wäre ein guter Startpunkt, womit man beginnen könnte. Das heißt, im ersten Schritt brauche ich dann eben für meine Suche ein Formular, wo ich dann eben mein Suchwort eingeben kann. Ich habe ja dafür bereits schon diese Search for Mustache aus dem letzten Video vorbereitet. Die ist aktuell leer und hier bauen wir dann unser Formular hinein. Und so könnte das Ganze dann aussehen. Es ist einfach nur ein Formular mit einem Inputfeld und einer Suche. Slim Framework kommt nicht automatisch mit einer Cross-Site Forge Request Token Generierung an. Die müsst ihr selbst entwickeln, aber das mache ich vielleicht in einem anderen Video, in einem anderen Framework. Hier mache ich das Ganze ohne dem Cross-Site Forge Request Token, weil ich in diesem Video noch viele andere Dinge erklären muss. Wie zum Beispiel Middlewares und so weiter. Das mache ich jetzt in den nächsten Videos, in den nächsten Frameworks-Videos wahrscheinlich eher nicht. Oder vielleicht in abgespeckter Version.
So, jetzt haben wir also das Formular und das Formular führt auf die Action Search. Und diese Action, die haben wir natürlich noch nicht definiert in unserer Route. Das heißt, erstmal in die Routes PHP und hier definieren wir eine weitere Route. Und wir haben ja davor definiert, dass es über Post Request angefragt werden soll. Also schreiben wir hier auch Post slash Search. Und hier müssen wir dann einen Suchcontroller übergeben und den müssen wir programmieren. Wir stellen also einmal hier kurz einen neuen Search Controller. Der Search Controller könnte jetzt zum Beispiel eine Index Action haben und die könnte ich dort übergeben. Man kann aber auch hier einfach eine Invoke, also eine magische Funktion, eine magische Methode von PHP aufrufen. Die magische Methode Invoke kann von einem Controller aufgerufen werden, wenn man keine Action angegeben hat. Und ich kann jetzt hier quasi in Routes einfach mal den Klassennamen eintragen. Und hier muss ich halt keine Methode angeben mit diesem Doppelpunkt und er wird mir quasi die Invoke-Methode aus dem Search-Controller aufrufen. Auch die Invoke-Methode erwartet zwei Parameter, wie etwa den Request und Response. Und hier können wir wieder wie beim letzten Mal einfach mal das Template auslesen und basierend auf dem Template dann Dinge ausführen. Mit diesen paar Zeilen habe ich jetzt quasi wieder mein Template aus dem Request geladen. Dort definiert, dass ich gerne die Search-Mustache rendern möchte. Dazu kommen wir gleich. Und ich habe hier schon mal den Search-Term angegeben. Der wäre leer in diesem Fall. Der Search-Term wäre ja dafür da, dass ich in dieser Search-Form in mein Eingabefeld immer, also den quasi vorbefülle mit dem gleichen Wert. Also wenn ich jetzt quasi das Formular abgesendet habe, möchte ich, dass dieser Wert, den ich da eingetragen habe, dass er immer noch eben in meinem Formular drin steht. Zunächst mal, damit das Ganze funktioniert, lass uns erstmal die Search Template erstellen. Dazu erstelle ich eben eine neue Search Mustache. Und die Search Mustache wird genauso wie die Index Mustache von dem Default Layout eben erben. Nur in den Content schreibe ich dann eben meine ganzen Suchergebnisse hinein. Also quasi kopiere ich das Ganze und hier kommen dann unsere Suchergebnisse rein. Dazu komme ich auch noch gleich. Zunächst mal ist das vielleicht interessant zu wissen, wie kriege ich eigentlich meine Daten aus einem Formular im Slim Framework heraus. Und das geht relativ einfach. Du kannst die nämlich über den Request auslesen. Es gibt nämlich die Methode getPassedBody und da steht dann der Array mit den ganzen Input-Werten drin aus deinem Formular. Das heißt, du kannst also so eine Methode aufrufen wie formData getPassedBody und jetzt könntest du aus formData eben hier den Key benutzen, den du als Namen in deinem Formular benutzt hast. Also hier hatten wir als Name Search benutzt. Also kann ich dann hier quasi Search auslesen. Und das wäre quasi unser Search-Term. Das heißt, was jetzt funktionieren würde, ist, dass ich jetzt zum Beispiel auf der Startseite das Ganze aktualisiere. Hier sehe ich schon mal die Suche. Hier könnte ich nach irgendwas suchen und dann würde ich auf der Search URL landen und immer noch quasi die alte Suche angezeigt bekommen. Nur das Suchfeld wäre halt immer vorbefüllt. Als nächstes müssten wir eben unsere MovieDB API ansprechen und dort eben die Daten auslesen. Und das Ganze könnte dann ungefähr so aussehen, dass wir sagen hier MovieList oder SearchResult vielleicht sogar. SearchResults ist gleich und dann irgendwie this MovieDB Adapter Search und dann würden wir den Search-Term übergeben und würden hier eventuell einen Result kriegen und den könnten wir dann rendern. Das heißt, wir müssen diesen MovieDB-Adapter erstmal erstellen. Das machen wir als erstes. Ich erstelle dazu in meinem Source-Ordner einen neuen Unterordner, den nenne ich Service. Dort werde ich viele Services haben, also irgendwelche Klassen, die externe Schnittstellen ansprechen und solche ähnlichen Dinge. Und hier stelle ich einen neuen Service, den nenne ich einfach mal MovieDB API Provider, weil ich eben hier aus der MovieDB mir über eine API die Daten laden möchte.
Damit ich überhaupt eine API ansprechen kann, brauche ich dafür einen API-Client. Und ich könnte jetzt hier ganz normal den nativen von PHP benutzen. Ich könnte hier aber auch den Gazelle HTTP-Client importieren und installieren, weil der ja oft in vielen anderen Frameworks auch benutzt wird. Das heißt, wir machen eher das Ganze über Gazelle HTTP-Client. Den müssen wir natürlich vorher über Composer installieren. Also rufe ich hier auf dedev composer require und ich habe jetzt den Namen vergessen, wie das Ding hieß. Ihr könnt aber auf Packagis zum Beispiel nach dem Namen suchen, also Gazelle. Und hier steht schon der Name, also Gazelle http slash Gazelle. Und das können wir jetzt hier übertragen. Gazelle http slash Gazelle. Jetzt wurde Gazelle installiert und jetzt kann ich das Ganze auch benutzen. Das heißt, ich definiere eine Eigenschaft, die heißt dann Client und die will ich über den Konstruktor einbeziehen. Und jetzt könnte ich mit dem Client eben arbeiten und Daten über eine URL eben lossenden. Aber jetzt kommen wir schon zum nächsten Problem. Eine API wird in der Regel oder verlangt in der Regel einen Sicherheitsschlüssel, dass nur du auf diese API zugreifen kannst. Wo speichern wir denn diesen Sicherheitsschlüssel ab? Ich könnte es, wenn ich wollte, zum Beispiel in der Bootstrap definieren oder irgendwo hier in der Services definieren, dass ich hier eine Eigenschaft definiere, wo dann unser API-Key drin steht. Das Problem dabei ist, es kann durchaus passieren, dass dein Quellcode unter verschiedenen Servern laufen soll und unter verschiedenen Environments. Du hast ein Testsystem und du hast ein Live-System und da habt ihr dann vielleicht unterschiedliche Keys. Das heißt, ihr braucht irgendwie eine Möglichkeit, basierend auf eurer Umgebung, eure Variablen zwischenzuspeichern. Und normalerweise macht man das in fast jedem Framework mit einer .env-Datei. Also du hast eine .env-Konfigurationsdatei, dort kannst du dann deine Variablen definieren und die solltest du auf jeden Fall nicht einchecken in deinem Git-Repository, sondern du sollst dafür eine .env.dist-Datei anlegen, wo du einfach nur ein paar leere Platzhalter definiert hast, die du dann eben mit deinen richtigen Variablen befüllen kannst. Das Problem ist aber wiederum, dass SlimPHP natürlich keine .env-Dateien lesen kann, weil es dafür keine Library hat. Das heißt, wir müssen als nächstes auch nochmal eine .env-Library installieren. Wenn man nach .env auf Packagis sucht, kriegt man ja ganz viele unterschiedliche Clients, also zum Beispiel Symfony und keine Ahnung was. Ich werde aber für diesen Beispiel jetzt diesen vlucas.php.env-Client benutzen. Weil mal was anderes, weil das ist ja das Schöne an einem Mikro-Framework ist, dass du deine ganzen Libraries dir selbst aussuchen kannst und selbst das benutzen möchtest, was du eben willst. Das heißt, wir installieren als nächstes eben diesen neuen Client. So, jetzt wurde das auch installiert und jetzt müssen wir das einmal triggern, damit er eben die .env-Datei in unserem Hauptverzeichnis einlesen kann. Das mache ich einmal in der Bootstrap-PHP, das mache ich einmal vor dem Services von dem DI-Container auf, damit ich schon im DI-Container die ganzen Eigenschaften oder die ganzen Environment-Variablen hätte. Und dafür musst du einfach hier .env create unsafe immutable aufrufen und dann die Load-Datei und dann hättest du die env-Datei geladen. Das heißt, wir müssen hier eine env-Datei anlegen und eine env-dist für euch dann eben. Ich erstelle so eine env-dist, damit ihr dann seht, wie die Variablennamen heißen, die ich da verwende. Und was dann tatsächlich drin stehen wird in der env-Variable, das zeige ich euch halt nicht, weil das ist mein privater Key. Und zwar definieren wir zwei Variablen. Einmal hier die API-Movie-Base-URL, also die Haupt-URL, wohin wir mit unseren API-Calls hingehen werden. Und dann anschließend unseren Secret, unseren Sicherheitsschlüssel, den kriegst du dann von der MovieDB im Backend, kannst du dir dann laden. Auf jeden Fall muss der eingetragen werden, damit du halt überhaupt an Daten kommen kannst. Diese Dist-Datei kopiere ich einfach mal, benenne die um in .env und hier befülle ich dann meine Variablen hinein, die ich benutzen werde.
So, damit wir diesen MovieDB API Provider überhaupt benutzen können, müssen wir halt eben die ganzen anderen Services einmal kurz in unserer Service PHP definieren, weil diese eben unsere Environment Variablen benötigen. Also hier funktioniert das Autowire nicht, weil ich eben Platzhalter verwende. Das heißt, ich muss hier in Services zunächst mal den Client definieren oder beziehungsweise erstellen. Also erstellen wir hier Dependencies, Client. Und hier verwenden wir diesmal keine fertige Factory, sondern nutzen die Funktion create von PHPDI. Und hier sagen wir, wir möchten einen Client erstellen, also die gleiche Klasse hier. Aber wir möchten einige Konstruktorparameter mit übergeben. Das heißt, du kannst hier nochmal die Konstruktormethode aufrufen und hier ein Parameter übergeben. Und hier möchten wir ein Array übergeben mit BaseUDI. Damit sorge ich quasi dafür, dass wenn ich diesen Client anfrage in irgendeiner Dependency, dann wird dann immer hier die BaseUL vordefiniert sein. Das heißt, ich muss mich da um die UL nicht mehr kümmern. Und diese BaseUL, die wollen wir eben aus unserer Environment auslesen. Das heißt, du kannst hier die dienv aufrufen und hier kannst du dann eben die UL, den Key angeben, den du hier definiert hast. Und zwar der hier. So, und jetzt kann man eben Client als Dependency in eine Klasse einbinden und die dann eben benutzen, wie hier in diesem Fall. Nur, wie gesagt, bei den meisten Anfragen muss ich eben noch den API-Token einsenden. Das heißt, ich muss hier nochmal einen String API-Key definieren, weil ich eben ihn an die Requests mit versenden muss. Du kannst mit Alt-Enter hier Initialize Properties aufrufen und dann wird das automatisch auch erstellt. So, und als nächstes wollen wir dann natürlich diesen MovieDB API Provider auch dann eben in unseren Service definieren. Und hier machen wir das wieder über die gleiche Create-Methode wie eben davor auch. Und so würde eben die Initialisierung von unserem Service aussehen. Also wir sagen mit diCreate, dass wir eine Instanz von MovieDB Provider erstellen möchten. Und im Konstruktor übergeben wir zwei Parameter. Einmal holen wir uns den Client aus dem DI-Container, also DI-Get. Und weil wir ja DI-Get benutzen, verwendet er eben diese Variable. Und dann übergeben wir aus der Environment unseren Secret, den wir definiert haben. Und somit hätten wir eben den Client und den Secret übergeben. Und jetzt kann ich hier in diese Methode jetzt unsere Search-Methode einbauen. So könnte also die Methode aussehen, Search Movies, wir übergeben den Suchquery und returnen dann eventuell ein Array zurück. Jetzt können wir ja unseren Client benutzen und eben die externe API ansprechen. Das machen wir über Get Search Movies, diesem Pfad, wohin ich das Ganze anfrage. Das steht natürlich in der Dokumentation von MovieDB. Und hier müssen wir ein paar Parameter mit übergeben. Einmal den Query. Alles, was hier in Query Array steht, wird eben an die URL drangehängt hinter dem Fragezeichen. Und hier können wir dann unseren, ich glaube, das heißt hier genau API Key. Hier können wir dann unseren API Key übergeben. Und dann müssen wir den Query übergeben, quasi wonach wir suchen. Als Response können wir unterschiedliche Statuscodes kriegen und 200 ist eigentlich der, wo wir sagen, okay, der Response war erfolgreich. Das heißt, ich muss hier dann überprüfen, ob der Statuscode eben 200 ist. Und wenn ja, dann muss ich den Body eben parsen. Und zwar so würde ich das Ganze dann eben ausgeben. Ich hole mir aus dem JSON Response Body, den wandle ich um in ein Array und returne mir dann die Results hier zurück. Und wenn ich nicht 200 habe, dann returne ich einfach ein leeres Array, weil wir dann eben nichts anzeigen wollen. Man könnte hier auch zum Beispiel an der Stelle eine Exception schmeißen und dann diese Exception abfangen und dann eben eine Fehlermeldung anzeigen, wie Suche hat nicht funktioniert oder sonstiges. Aber lass uns doch mal im Search Controller diesen MovieDB Adapter einbauen und danach suchen, also nach unseren Movies. Ich habe jetzt hier quasi die Eigenschaft MovieDB definiert. Jetzt kann ich die im Konstruktor injizieren und hier würde dann das Auto-Wiring von PHPDI einfach so greifen.
Und ich kann jetzt quasi darauf zugreifen. Das heißt jetzt nicht natürlich Adapter, sondern einfach nur der Provider. Und jetzt kann ich hier Search Movies aufrufen mit meinem Search Term. Und in Search Results sollte ich jetzt die Ergebnisse haben. Und ich kann sie hier wardumpen und einfach mal ausgeben. Wir können das Ganze mal ausprobieren und schauen, was eigentlich passiert. Doch bevor wir mit der Suche weitermachen, muss ich hier noch mal kurz was überprüfen, und zwar in dem Provider. Die URL heißt hier Search Movie und nicht Movies, und jetzt können wir danach suchen. Lass uns mal nach einem Film suchen, sagen wir Karibik. Und danach suchen wir. Und jetzt kriegen wir ein komplettes Array mit verschiedenen Einträgen. Insgesamt haben wir hier, glaube ich, 20 Filme, 20 Suchergebnisse gefunden, und hier können wir dann eben diese Daten ausgeben. Und hier siehst du zum Beispiel sowas wie der Pfad zum Bild, der Titel Kalte Karibik, dann gibt es noch zum Beispiel Release Date und weitere Informationen. Das haben wir jetzt alles eben aus der API bekommen. Und diese Informationen müssen wir jetzt eben irgendwie rendern. Doch das machen wir dann eben in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass dem Video doch ein Like. Vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Episoden von dieser Serie verpasst. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche Sonntag bei einem weiteren Video. Bis dahin, tschüss!